Willkommen zurück, Leute, zu Xenoblade Chronicles. Wir befinden uns hier vor dem, was auch immer das ist. Hier ist ja irgend so eine andere Lebensform zumindest aufgetaucht. Und die wollen die Menschen vernichten. Warum sie die Menschen vernichten wollen, das haben sie uns jetzt im Speziellen nicht direkt gesagt. Da werden wir noch ein bisschen abwarten müssen. Aber wir gehen einfach rein. Wir trauen uns mal was, ne? Trauen wir uns einfach mal. Gehen dort hinein. Oder muss ich... Das ist einfach nur der Schutz, ne? Oder das soll ein Tor werden vielleicht. Lynn, can you give us an approximate location for that IFF signal? Let's see. Seems to be originating from that building over there. Then we'd better get moving. There's no time to lose. Okay, wenn es von da hinten kommt. Der Level 10er da, ich glaube, der würde uns angreifen. Oder sieht zumindest danach aus. Als hätte der da so richtig Schmacht drauf. Weiß nicht, ob ich das gut finde. Level 7, Level 5. Ich denke, das ist eher so unsers, ne? Das ist eher so unsers. Ich würde sagen, wir gehen da mal drauf erstmal. Aber es sind so viele. Boah, Leute, ist das hier... Wir gehen jetzt auf jeden Fall auch falsch. Ich überlege halt gerade, wobei, was heißt, wir gehen falsch? Den da sollten wir auf jeden Fall mal ausschalten, oder? Oh doch. Oh doch, es muss auf jeden Fall so sein. Sehr gut, Brand. Das sollte man auf jeden Fall immer gut hinbekommen. Wurde mir erklärt. Denn dann wird man auch mal geheilt und überhaupt und... Okay, sehr gut. Wir bleiben beim Fernkampf. Ich bin da lieber vorsichtig. Okay, er kümmert sich auch Gott sei Dank nicht nur um uns. Das ist halt sowieso so das Ding, ne? Sobald er sich nur noch um uns kümmert, sind wir eigentlich so ein bisschen gebumst, ne? Ist halt echt so das Ding. Sobald er sich nur um uns kümmert, wenn er sich um die anderen kümmert, ist es ja fast egal. Okay, ich kann hier aber trotzdem nicht rein oder so. Was ist das da? Was ist das denn? Untersuchung. Schatz gefunden. Ah, Biologie. Na dann. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Untersuchung erfolgreich. Aha. Sehr hübsch, sehr hübsch. Sehr hübsch. Okay, wir sind immer noch im Feindgebiet oder wir gehen gerade wieder, gehen wir gerade wieder raus? Jetzt bin ich mir unsicher. Nein. Also von hier aus sind wir auf jeden Fall nicht gekommen. Gehen wir dann doch deeper rein? Alter, das Vieh da oben. Lass mal ein bisschen stecken, ne? Lass mal ruhig stecken. Können wir nicht gebrauchen. Ja, wollen wir uns mit dem da anlegen? Einfach nur um... Ist halt so das Ding, ich will ja auch ein bisschen... Der Level 10er, da macht mir halt echt Sorge. Okay, den sind wir gut ausgewichen. Okay, dann gehen wir halt so tiefer rein. Was auch immer die Viecher da oben sind. Die werden uns, wenn wir ins Licht gehen, wahrscheinlich packen. Aber mit denen können wir es aufnehmen. Das werde ich auch tun. Kannst mich mal. Schön von hinten. Ich da gleich die volle Breitseite. Sehr gut. Es liegt, der kann nichts machen. Ich gebe mir die Resistenz. Nice. Übrigens nehme ich das Spiel heute das erste Mal in 1080p auf, da ich an einem anderen Computer aufnehme und mir da mal dachte, okay... Das können wir mal testen. Am anderen gab es da irgendwann Probleme, in 1080p aufzunehmen. Aber gut, das hier scheint aktuell
ganz gut zu funktionieren. Dementsprechend mal schauen, ob wir das Spiel weiterhin in 1080p aufnehmen können. Das wäre halt... Es sieht schon um einiges schöner aus. Das muss ich halt auch jetzt so für mich zum Spielen. Sieht es in 1080p wirklich besser aus. Also das ist schon krass, der Unterschied. Muss ich gestehen. Okay, nichts mehr benutzen. Nee, ich benutze jetzt nichts mehr. Nein, 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 ich benutze jetzt nichts mehr. Einfach... Okay, sehr gut. Einfach damit wir für die nächsten dann gleich so ein bisschen aufgeladen sind. Dass wir den vielleicht ein bisschen leichter besiegen können. Okay, sehr gut. Vor allen Dingen... Ach, der ist ja schon fast down. Dann gib ihm mal den hier. So. Verbrennt er noch. Easy. Und dann kriegen wir wahrscheinlich gleich noch unser Level ab. Und dann werden wir uns sagen, wow, geil. Das läuft. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Sache ist nun, was halt immer noch die Frage ist, wo müssen wir... Müssen wir da vielleicht hin? Okay, es wird uns ja auch auf der Karte im Grunde angezeigt, wo wir hin sollen, ne? Stellen wir uns also mal nicht dümmer, als wir sind. Und machen einfach. Ich bin halt ein bisschen überrascht, dass ich hier relativ gut durchkomme. Das hier wird übrigens der letzte Preview-Part. Ab morgen ist dann ja tatsächlich das Release des Games. Und das bedeutet, ich kann dann so viel hochladen, wie ich will. Das bedeutet dann auch, dass ab dann die Parts eventuell länger werden. Das muss man gucken. Aber vor allen Dingen werden dann... am ersten Wochenende kann ich auf jeden Fall definitiv dann zwei Parts am Tag versprechen. Und ich denke, das wird ganz gut. Ich bin da eigentlich... guter Dinge. Oh Gott, vorbei. Nicht so gut, nicht so gut. Resistenz. Oh, diesmal... Der macht mir aber schon... Ich wollte gerade sagen, der macht mir aber ganz gut Probleme. Oh, vor allen Dingen, weil es so viele sind. Oh shit, es sind zu viele. Es sind zu viele. Es sind zu viele. Ich kriege halt auch keine Heilung gerade. Damit bin ich erledigt. Ja. Wie wär's jetzt, wenn mich einer heilt? Heilt mich mal. Heilt mich doch mal. Niemand heilt mich. Oh, das war's. Scheiße. Ah, was, das ist Mist, wenn das passiert, ey. Fuck! Fuck, fuck, fuck. Ich darf aber jetzt auch übrigens meine Meinung zum Spiel sagen und möchte dort an dieser Stelle einmal erzählen, dass ich das Spiel absolut grandios und gut finde. Wirklich. Also, gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt an einer besseren Stelle für mich eventuell? Oder fange ich jetzt von ganz hinten wieder an? Das kann halt auch sein. Wir untersuchen mal alle Bereiche. Spezialwissen wird benötigt. Ach so. Das kann natürlich passieren. Schatz gefunden. Vielleicht finde ich ja irgendwie was. Ne, es gibt mehr Erfahrungspunkte. War hier noch einer? Scheint nicht so. Okay. Ah, hier ist wieder der Level 10 Heini. Okay, let's do it. Schauen wir einfach mal, vielleicht klappt's ja. Vielleicht klappt's ja, ne? Ich meine, hey, man kann ja mal... Versuchen kann man's ja mal. Ich... Ah, perfekt. Ho, ho, ho. Endlich mal was Vernünftiges. Na, wobei, also, ich weiß nicht, wie schnell der uns jetzt umhauen kann. Ah, doch. Da geht schon ein bisschen was. Okay, hat er es getroffen? Ist halt die Frage. Können wir aber besiegen, können wir aber besiegen. Das sieht okay aus, als ob es gehen würde. Ich habe das Gefühl, dass dieser Armor überhaupt nichts bringt. Weiß ich auch nicht.
Also zumindest nicht... nicht allzu viel. Resistent. Komm schon. Oh, die Flame Grenade bringt halt auch viel zu wenig. Nein. Er tötet mich. Er tötet mich. Er tötet mich, Leute. Oh nein. Und schon wieder down. Das gibt es doch nicht. Das ist halt echt nicht so leicht. Das ist halt wirklich nicht so eine easy peasy Mission. Puh. Naja gut, wie machen wir es dann? Am 10er einfach vorbeischleichen? Müssen wir eigentlich, wir haben keine Wahl. Klar, das Gute ist, ah ja genau, das war... das konnte man nicht benutzen. Das Gute ist halt, dass wir immer weiter ein bisschen hochleveln hier. Aber das ist sowieso bei diesem Spiel so, es wird ein relativ grindlastiges Game sein. Oder es ist ein relativ grindlastiges Game. Was mir auch schon gesagt wurde. Dementsprechend müssen wir auch mit sowas hier rechnen. Absolut. Soll aber nicht das Problem sein, ne? Soll aber nicht das Problem sein. Wir werden auf jeden Fall auch mal ein bisschen mehr... werde ich ein bisschen offscreen machen. Sobald ich die Möglichkeit habe, so die ein, zwei Missionen mal ohne euch spielen. Einfach um das vom Level her einigermaßen hinzukriegen. Dass wir in den Parts gut durchkommen. Ich denke, das ist dann ein bisschen angenehmer zum Schauen. Und für euch angenehmer zum Schauen und für mich dann ein bisschen angenehmer zum Spielen. Dementsprechend, es wird dann schon besser. Das wird dann schon besser. Ist halt die Frage, ab wann wir so wirklich selbst die Mission wählen können. Das wird ja bald passieren, das ist sicher. Komm, dann nimm die Resistenz halt mal, auch wenn das nichts bringt. So, okay, der ist doch fast down. Er ist fast down. Das Problem ist halt, was ich ein bisschen scheiße finde, das meine ich halt echt ernst, ist die Tatsache, wenn die Gegner sich darauf versteifen, mich anzugreifen, dann verliere ich halt. Ist so, ne? Ich meine... dann verliere ich einfach. Was soll ich dann tun? Da kann ich nicht viel tun. Oh, es wird Tag. Das ist schon mal... das ist schon mal schön. So, na, Flame Grenade dazu. Ah, wir sind wieder hier. Was bringt das eigentlich nochmal? Erholung, SP, den Ausweichen plus KP-Generation. Ah, das hätte ich vielleicht auch mal auf mich... wirken können ab und zu. Vielleicht war das beim letzten Mal der Fehler. Es war sogar sehr wahrscheinlich der Fehler. Achso, wenn ich das einsetze, lädt sich das hier zum Beispiel viel schneller auf. Na komm, jetzt geh down. Ich sehe immer so viel. Die halten aber auch viel aus. Oh, echt der Wahnsinn. Schön, dass Lin sich schon mal um den anderen ein bisschen kümmert. Dann ist das auch gleich... oh, wie viel die aushalten, das ist echt... das ist echt der Wahnsinn. Es wirkt halt wirklich so als... es wirkt halt wirklich so, so ein bisschen als würden wir gar nichts ausrichten. Oder ich zumindest nicht. Bei den anderen... bei den anderen glaube ich schon, dass die ein bisschen was ausrichten. Ich eher gefühlt nicht. Nö, hebe ich mir jetzt alles auf. Ich habe volle Energie. Ich meine, selbst wenn der jetzt wieder durchdrehen würde, wäre das eigentlich alles gut. Ja, ja. Na, lass mal alles in Ruhe aufladen. Lass mal alles in Ruhe aufladen. Das passt schon. Na komm. Okay, sehr gut. Sehr gut, wir kommen der Sache näher. Der Level 10er. Der steht da halt so übermächtig. Ich kann eigentlich nicht viel dagegen tun. Der muss halt... der muss halt down genommen werden. Ich kann es nicht ändern. Ich kann nur hoffen,
dass das klappt. Okay, okay, okay. Suchen wir mal. Bringt halt alles nichts, ne? Das ist so das Ding. Ah, naja, naja, naja. Ich weiß noch nicht. Einfach weiter versuchen. Einfach dranbleiben. Vielleicht bringt die Flame Grenade was. Geht so. Ja, gib ihm einfach. Na komm schon. Aber ich würde fast behaupten, diesmal sind die Chancen besser als beim letzten Mal. Auch wenn ich hier die Heilung ganz gerne mal hätte. Okay, okay. Oh, der war nice. Der war nice, der war nice, der war nice. Auch wenn wir ganz arge Probleme schon wieder haben. Oh, wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast, wir haben ihn fast, wir haben ihn fast. Ich glaube, er kann nichts mehr machen. Verfehlt. Wunderbar. Ah, wir haben ihn. Wir haben ihn, Leute. Geil. Ah, und bekommen sogar ein bisschen was dafür. Nice. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Energie hat sich bei allen wieder aufgeladen, soweit. Ebenfalls sehr, sehr gut. Hier ist noch ein Level 7er. Oder sind das jetzt alle wieder? Kann halt auch sein, dass jetzt wieder alle kommen. Ja, es kommen alle. Wir sind gebumst. Wir sind gebumst. Manchmal macht man, glaube ich, doch hier so ein bisschen Team-Angriff-mäßig, was? Das ist halt immer so das Ding. Das habe ich auch von Keggy erfahren, dass man tatsächlich dann, wenn man diesen Ring hat, also mit dem Gut und Perfekt und so, dass man dann darauf achten muss, welche Sachen aufleuchten. Dann, ja, gibt's halt besseren Stuff. Weiß ich auch nicht. Passieren gute Sachen oder so. Irgendwie. Boah, zwei auf einmal ist echt ein Problem. Zwei auf einmal ist ein Problem, Leute. Ein minimales. Da sind sogar drei. Ne, sind zwei, ne? Die wir auf einmal besiegen müssen gerade. Oh, wenn der eine... Oh, es sind drei, Mann. Oh, ich wurde geheilt, Gott sei Dank. Oh, shit! Fickerei, 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 Fickerei. Sind sogar noch mehr? Okay, es sind nur noch zwei vor allen Dingen. Okay, der ist aber auch schon zumindest leicht. Oh, er liegt, er liegt, er liegt. Er liegt, das macht mehr Schaden. Oh. Noch ist es möglich zu schaffen. Noch ist es möglich zu schaffen, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mache mir voll ins Hemd. Ich mache mir echt voll ins Hemd. Ich will halt nicht noch mal wieder von vorne anfangen. Das wäre halt wirklich, wirklich uncool. Komm schon, jetzt geht down. Okay, nur noch einer. Nur noch einer. Nur noch einer. Den kriegen wir. Okay. Okay, okay, okay. Er war eine Zeit lang gebumst. Die können noch gewinnen. Die können noch gewinnen, definitiv. Aber ich denke, das tun sie nicht. Sehr schön. Yeah, Flame Grenade hinterher. Den haben wir. Den haben wir. Noch die Resistenz geben. Alles klar. Nimm das. Das war's doch. Wow. Gut, Leute, damit haben wir einen ganzen Part im Grunde nur gekämpft. Und es war teilweise wirklich knallhart. Aber ich würde sagen, im nächsten Part geht's dann weiter mit dieser Mission, die echt alles andere als leicht ist. Bis dann und ciao.